Advent, ihr Lieben, es ist ein bisschen mehr geworden, als ich eigentlich vorhatte, aber ich war jetzt so in diesem Farbenrausch, dass ich mir gedacht habe, ich muss heute Abend sowieso noch raus und sind heute Abend auf Geburtstag, also warum jetzt haut hier tatsächlich das Ding die ganze Zeit ab? Ja, und da dachte ich mir, jetzt darf es auch ein bisschen mehr sein. Ich habe hier auch noch ganz, ganz tolle Lippenstifte. Den werde ich jetzt heute Abend, glaube ich, nicht tragen, aber ich habe mir gedacht, jetzt für euch, also es sind wirklich ganz schön und ich liebe Rot. Ja, falls Fragen sind, es ist alles von Cubio. Also diese Kamera haut hier ständig ab. Das kann doch wohl nicht sein. Ja, ist von Cubio. Wie alle Produkte, die ich jetzt hier eigentlich verwendet habe, sind alles von Cubio, außer mein Rouge. Der ist nicht davon, aber ich denke, ich werde bald auch einen davon haben. Ja, ich werde mir jetzt hier mal noch ein bisschen Rot auf die Lippen machen für euch. Und ich gucke jetzt mal, welcher jetzt passen wird. Fertig. Die Glitzbemalung ist beendet. Nein. Also, ja, wie ihr ja ganz am Anfang mitbekommen habt, habe ich mich echt tot unwohl gefühlt. Und es ist ja auch wirklich mein erstes Video. Das wird jetzt auch nicht für euch so bombenmäßig gewesen sein. Ich denke, es reicht. Ich habe noch nie irgendwas erlernt im Bereich Make-up und ich glaube, das haben wir Frauen, viele Frauen nicht. Und ich bin trotzdem mega zufrieden. Ich schmink mich ja in meiner Freizeit auch ab und an, ne? Wie alle. Aber ja, noch kurz zu den Produkten. Die Produkte sind alle von Cubio, außer wie gesagt, ich habe einmal die Farbe an die Bäckchen. Da habe ich noch nichts, aber das wird sich bestimmt bald ändern. Ich habe auch zum ersten Mal, normalerweise benutze ich immer, ihr merkt schon, ich gucke hier ganz wild rum, benutze ich eigentlich immer so Puder oder so. Ich habe noch nie Make-up benutzt und jetzt habe ich eins benutzt. Das habe ich ja hier ganz am Anfang mit dem Pinsel hier aufgetragen. Also erst ein Concealer. Ja, also erst ein Concealer, erst die Creme, dann Concealer, dann habe ich Make-up aufgetragen. Also das ist wirklich ganz toll. Und ich muss sagen, meine Haut sieht sich auch schön an, also nicht so trocken oder so. Und das wollte ich unbedingt noch erwähnen, es riecht mega geil. Also, es schnuppert wirklich gut. Ich habe das bekommen und es aufgemacht, habe es mir hier auf die Hand und dachte mir so, geil. Ich bin gleich zu meinem Mann und habe gesagt, Schatz, schnuppern wir. Das riecht echt gut. Ja. was wollte ich jetzt noch sagen? Also, ich finde es top. Richtig geil. Ja, dann habe ich natürlich auch verschiedene Farbpaletten euch gerade gezeigt. Ich habe einmal hier die gehabt. Ihr werdet das jetzt allerdings aber auf dem Kopf sehen, weil ich das einmal gedreht habe. Dann habe ich einmal das Farbe. Das ist mal nicht, aber ja. Hier, ach, das sieht aus. Ich bin echt zu doof. Ja, und dann habe ich hier den Stifter noch. Ja, und natürlich die Lippenstifte. Also ich muss sagen, ich habe die am ersten Tag, wo das Backen gekommen ist, habe ich die gleich aufgetragen, weil ich privat zu Hause eigentlich kaum Make-up benutze. Also ich habe eher, wie gesagt, ein bisschen Wimperntusch drauf und dann habe ich die Sache erledigt. Ne? Also ich gehe auch einkaufen ohne diese ganze Lippenstiftbemalung. Ja, aber die ist geil. Also die macht die Wimpern wirklich mega. Und ich hatte an dem Tag dann tatsächlich eine Kundin da.
zum Nägel machen und die hat mich dann gefragt, sag mal, hast du dir die Wimpern lifting machen lassen? Und ich so, nein. Aber es sieht wirklich so aus, also es ist mega geil. Ich würde es immer wieder kaufen. Also diese Mascara, das Uplash, würde ich immer wieder kaufen, weil das echt geil ist. Also ich will es hier echt nicht übertreiben, aber die ist geil. Und ich muss auch gestehen, ich kaufe auch gerne mal so einen Schrott, ne? Aber die ist geil. Wirklich, nee, das ist mega geil. Ja, dann natürlich Augenbrauenstift. Ich muss auch gestehen, ich habe heute zum ersten Mal einen Augenbrauenstift benutzt. Vielleicht ist er, ich weiß nicht, ob sie passt, wie sie ist, aber es ist okay. Der Stift ist geil, ich bin allerdings noch etwas neu mit dem Stift, mit den Augenbrauen zu malern. Aber ich finde, es hat gut geklappt. Das erste Mal. Ansonsten habe ich immer den Pinsel. Ja, aber es würde mich auch mal interessieren. Weil ich habe da immer eigentlich immer eine Farbe. Ich glaube, die ist gar nicht für meine Augenbrauen, aber ich mache die Augenbrauen. Ja. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja, die Pinselchen sind hier auch. Die sind hier von Cubio. Dann hier der Stift drin. Strich ist auch hier von Cubio. Silk Touch. Der Liquid Eyeliner. Ja, ich habe da noch ganz tolle andere Sachen. Oh, vielleicht die Nase. Aber das hat jetzt da nicht dazu passt. Ich kann ja nicht alles auf einmal auftragen lassen. Aber es ist auch so ein Funkelding. Also lasse mich mal überraschen. Ja, es wird nicht das erste und ich denke auch nicht das letzte Video sein, das ich euch drehe. Aber ich war sehr aufgeregt. Das ist so ein Eyeshadow Primer. Das ist das Teil, was ich ganz am Anfang aufgetragen habe, damit die Farbe nicht krasser rauskommt. Habe ich heute auch zum ersten Mal benutzt, muss ich gestehen. Und ich war sehr erschrocken, aber positiv, dass es wirklich so extrem rauskommt. Also ich mache mir ja oft dann ein bisschen was auf die Augen, aber es ist eher immer ein bisschen matter. Und da brauchst du dann wirklich nicht viel von dem Zeug, dass das so krass aussieht. Das ist wirklich, ja. Schlussum, ich bin zufrieden. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Ja, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt für mein erstes Video und ja, lasst mir positive Kommentare da. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr einmal diesen Beitrag teilt, liked, kommentiert. Natürlich könnt ihr auch kommentieren mit, wie sagt man, Tipps und Tricks, wie ich es besser machen kann. Es ist wirklich einfach so geschwind, wie ich es einfach mache. Also ich habe es nicht erlernt, nichts. Also bitte nicht steinigen. Aber ich bin für jeden Trick und Tipp und hast du nicht gesehen, bin ich wirklich dankbar. Also könnt ihr auch gerne hier in die Kommentare reinhauen. Ja, und jetzt sehen wir uns dann bestimmt bald beim nächsten Video. Oder ich mache euch auch ein paar Fotos. Aber ja, bin auf jeden Fall jetzt etwas beruhigter und bin nicht mal ganz so schlecht. Aber am Anfang war es echt hart. Okay, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal und ciao, eure Lieben.